Ja, nördlich unterwegs. Der Pfiff kam von einem, der heute seinen ersten Auftritt hat. Christian Westermann, 25 Jahre vom BSC Blasheim. Erster Auftritt heute hier. Erste Möglichkeit für Berlin. Westermann übrigens einer der Zuschauer, der am weitesten, also vom letzten Jahr im Livestream, der am weitesten entfernt war, denn er schaute sich das Turnier aus Australien an. War dort studienbedingt und war ein treuer Gucker des Streams. Also in Australien, letztes Jahr nicht nur Dschungelcamp, es war auch Freeway Cup angesagt. So, nächste Möglichkeit für Hertha und der Ball ist gleich im Tor. Tim Schliemann trifft für die Hauptstädter. Hier sehen wir es nochmal. Ganz viel Platz, ganz viel Zeit und dann die Möglichkeit, den Ball ins lange Eck zu ziehen. Der Rekordsieger hier mit 4 Siegen. Stuttgart auf Platz 2 mit 3 erfolgreichen Turnieren. Weil der letzte Turniersieg der Berliner auch schon etwas her ist. Im Jahr 2012 gab es den letzten Cup-Gewinn. Oh, im Nachfassen. Jasper Köhn. Im Tor der Berliner. Liegentechnisch auch hier ein Unterschied. Hannover in der Niedersachsenliga, das ist vergleichbar mit der Westfalenliga. So quasi eine Liga unter der, wo Hertha BSC Berlin tätig ist, in der Regionalliga. Vorhin ja schon erwähnt, die später reingeklickt haben. Das ist die Regionalliga, die höchste Spielklasse für U16-Teams. Höchste Spielklasse im B-Jugendbereich, die B-Junioren-Bundesliga. Da aber schon die U17 von Berlin tätig und da nicht zwei Mannschaften eines Vereins in eine Liga dürfen. Eben das höchste der Gefühle für die U16-Regionalliga. Dort sind die Berliner Tabellenvierter, während Hannover jetzt hier die Möglichkeit zum Ausgleich hatte. Sind dort mit Leipzig in einer Liga. Am 17.11., das ist noch gar nicht so lange her, gab es das Aufeinandertreffen gegen Leipzig. Und die Berliner gewannen das Spiel mit 3:2, haben sich daraufhin auf einen Punkt rangerobbt an die Leipziger. Die sind nämlich Dritter, Berlin Vierter. Spielen also eine sehr ordentliche Saison. Tabellenführer und Tabellenzweiter, das sind Jena und der Hallische FC. Beides U17-Teams, das darf man immer nie vergessen, wenn man sich die Tabelle anschaut. Leipzig und auch Berlin. Eines der wenigen U16-Teams in dieser Regionalliga. Oh, das war fast ein Bock. Nachschuss jetzt aber drin. Torschütze Albin Nishori. Wunderbar eingefangen hier. Schönes Bild. Hannover zurück in der Partie. Berlin macht da ganz viel Druck. Spielbestimmende Mannschaft. Jetzt die nächste Möglichkeit für Hannover, aber geklärt. Die nächste Möglichkeit und dann die Führung. Spiel gedreht. Adem Podrimay. Der Torschütze. Oliver Reis nimmt das. Joa, bedient zur Kenntnis. Der Trainer der Berliner am Mittwoch. 36 Jahre jung geworden. Hat schon begeisterter ausgesehen, wenn man ehrlich ist. War letztes Jahr auch schon hier mit der U16. Cool
Spiele zurückgelegt. Überzahlspiel. Die Berliner, wenn sie es konsequent zu Ende bekommen, aber da passt Liam Tiernan im Tor der Hannoveraner auf. Da muss wieder eingehalten werden. Hannover mit viel Leidenschaft. Wir wollen hier die ersten drei Punkte im Turnier. Wieder gut gesteuert. Hannover immer mit dem Fuß dazwischen. Und dann im guten Umstand verhalten. Nächste Möglichkeit. Haben jetzt einen ganz guten Rhythmus gefunden. Anders als noch gegen Stuttgart. Nächster Blockwechsel bei Hertha BSC. Jetzt die Möglichkeit und das war gut reagiert. Dennis Henneler. Da Volley reingesetzt. Ach, bester Mann. Erklärt und erklärt und erklärt. Anstoß, auch den üben wir hier. Aber wir kriegen das alles hin. Wie gesagt, bis morgen sind alle Regeln vermittelt. Da bin ich mir sehr sicher. Ab der K.O.-Runde kann das hier diskussionsfrei vonstatten gehen. So, langer Ball jetzt. Oh, pfeift da kein Foul. Hannoveraner ja. Nach fast 100% Ausbeute. Das ist die 19. Teilnahme von 20. Größter Erfolg war der zweite Platz im Jahr 2012. Eine Tatsache fand ich, Vorbereitung auch auf Hannover, ganz interessant. Wir gucken ja mal so ein bisschen, Mensch, wer war denn eigentlich schon hier? Da gibt es auch ganz bekannte Namen. Konstantin Rausch 2006 war hier, Adriano Grimaldi 2007, Waldemar Anton 2012. Und jetzt kommt Per Mertesacker hier, der Weltmeister. Hättet ihr das nicht auch gern gesehen? Also ich hätte lieben gerne Per Mertesacker bewusst in der Halle gesehen. Das ist, ich habe da ehrlich gesagt große Vorstellungsprobleme. Aber würde ja ganz wichtig, ein toller Innenverteidiger. Aber in der Halle... Gut, auch er war mal jung. Vielleicht war er etwas geschmeidiger als in seinen letzten Karrierejahren. Also Per Mertesacker war hier. Zuletzt bei AS London jetzt. In Nachwuchsabteilung aktiv beim FC AS.
3 Minuten noch, 2-2. Ihre Versuch, lange Bälle und jetzt, ja. Das hat sie ja so ein bisschen angedeutet. Ein, zwei kritische Situationen, die man schon hätte unterbinden können vielleicht. Das Risiko etwas hoch. Hier gegen Jasper Köhn. Der aber, denke ich, gleich wieder aufstehen kann. So, weiter geht's. Frisch und munter. Aber rübergelegt der Ball. Abschlussversuch, aber wieder in die obere Etage. Das Spiel ist schon noch ein bisschen eine Belastungsprobe fürs Hallendach. Wenn wir ganz böse sein wollen. Es sind schon einige Bälle echt in die ganz obere Etage gegangen. Der Tabellenführer der Niedersachsenliga. 40-13. Die Tordifferenz. 35 Punkte in 13 Spielen geholt. Und jetzt der Treffer für die Berliner. Dennis Henneler. Da ist er nochmal. Wieder reingenagt das Ding. Eine Menge Wucht. Und schon zu sehen. Also doch noch 3-2 für die Berliner. Es wäre der 6-Punkte-Start für die Hauptstädter. Und es wäre der Null-Punkte-Start für Hannover 96. Vom Gefühl wären Unentschieden schon in Ordnung gewesen. Aber jetzt gibt's ja die Entscheidung, oder? Anton Kade, vorhin schon getroffen im ersten Spiel. Trocken weggemacht, Ball verarbeitet, unten links. Jetzt Torgenagel. Letzte Minute läuft. 2-4. Bertha voll auf Kurs. Sekunden laufen. Partie scheint gelaufen. Gleich geht es dann weiter. Mit Hamburg gegen Leipzig. Das verspricht eine ganz spannende Partie zu werden. Hannover jetzt fast nochmal mit der Möglichkeit auf den Ausgleich und wieder reingerauscht. Das war der gleiche Spieler, glaube ich. Das war wieder Joshua Rufides, der da wieder in den Keeper reinrauscht. Der musste ganz schön was einstecken. Da haben wir ihn eingefangen. In der Halle immer dann gefährlich. Aber er wird es verschmerzen können, denn seine Mannschaft wird diese Partie gewinnen. In den letzten Sekunden, das war's. Hertha BSC Berlin gewinnt mit 4-2 gegen Hannover 96. Wir gehen in eine kurze Werbepause und sind gleich wieder da. Plümat, Sondermaschinenbau und Kunststoffkomponenten made in Espelkamp. Folgt uns auf Facebook und Instagram.
Zahlen begleiten unser Leben. Ganz gleich, welche Zahlen Ihnen am Herzen liegen, unsere Leidenschaft sind die Zahlen der Finanzwelt. Deshalb arbeiten unsere professionellen Fondsmanager täglich daran, mehr aus ihrem Geld zu machen. Schon ab 25 Euro monatlich können Sie mit einer Geldanlage in Investmentfonds entspannt in die Zukunft blicken. Jetzt in Ihrer Bank. Union Investment. Aus Geld Zukunft machen.